bist der Meister deines eigenen Lebens. Und warum? Einen wunderschönen Motivation Friday wünsche ich dir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und genau jetzt, wie du den Titel lesen kannst, geht es jetzt einfach mal um das Thema persönliches Wachstum, Weiterentwicklung und wirklich weiterkommen. Ja, wir sind alle hier auf der Welt, wir sind alle Menschen, ist nun mal so, und wir haben alle dieses eine Leben, ja, und deswegen sollte für uns persönlich das so wichtig sein, dass wir aus jedem Augenblick das Beste herausholen und wirklich Vollgas geben. Und wenn wir merken, Mensch, oh, da in der Sache ist man noch nicht so gut, hey, das Laufen haben wir auch gelernt, das Reden haben wir auch gelernt, das Schreiben haben wir gelernt, Lesen haben wir gelernt, alles haben wir gelernt, dann kannst du, wenn du wirklich den Willen hast, auch das kontinuierlich lernen, wenn du wirklich den Willen hast und aus deiner Komfortzone rausgehst. Weil Weiterentwicklung, da gehst du ja weiter, du hältst dich ja nicht fest an irgendetwas, sondern bist offen und mutig genug, neue Schritte zu gehen, die du noch vorher nie gegangen bist. Das kann ich dir jetzt einfach nur empfehlen, auch gerade zum Ende des Jahres, dass du nicht erst ab dem 1. Januar sagst, hey, jetzt setze ich um, ab jetzt sofort wird sich mein Leben verändern, dass du die Entscheidung für dich ab sofort triffst. Dass du für dich eine Lebensentscheidung triffst, die dich zu dem macht, der du sein willst. Dass du sagst, hey, gut, ich möchte ein Leben leben, was mich komplett erfüllt, dann mach es schon jetzt. Dann lebe schon dein Traumleben sofort. Und wenn du sagst, hey, ich möchte mich weiterentwickeln, als Mensch weiterentwickeln, dann entwickel dich ab sofort weiter. Dann überlege, was du tun willst, damit du auch weiterkommst und nicht stehen bleibst. Denn das ist das, was dich ausmacht. Und denke immer daran, vegetier nicht vor dich hin. Weil wenn du vor dich hin vegetierst, stell dir immer nur vor, dass das Leben dann wie ein Güterzug ist, du am Bahnsteig stehst und das Leben an dir vorbeizieht. Willst du dieses Leben leben oder willst du im Zug, im Spielfeld mit dabei sein und das Leben in voller Erfüllung erleben und wirklich auch leben und das Erleben auch wirklich fühlen? Willst du das? Schreib's gerne mal in die Kommentare und committe dich einfach mal, wie du dich ab sofort weiterentwickeln willst und was du bereit bist dafür zu tun. Denn das ist deine eigene Entscheidung und ich kann dir nur empfehlen, mach es ab sofort, lies Bücher, hör Bücher, geh zu Seminaren, schau dir Motivationsvideos an oder so Videos, was du jetzt gerade ansiehst, denn das ist das, was dich wirklich weiterbringt und dann mach es sofort. Kein Wenn und Aber, kein Du, Wabu, Lalala, mal gucken, sondern geh all in. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere mich gerne, dann verpasst du nichts mehr und bist immer up to date. Und nun wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Freitag. Mach das Beste daraus und genieß jeden Augenblick. Tschüss!